Nach einigen Stunden hörte ich fürchterliche Schreie. Ich wachte auf und fragte mich, was ist da draußen los? Dann schaute ich nach draußen und sah 6 bis 8 weiße Range Rover. Und ich hatte schon vor der Reise bei der Vorbereitung gehört, das sind die Truppen von Idi Amin. Und sie durchsuchen Hotels. Und mein erster Gedanke, ich war ja noch halb am Schlafen, das war's jetzt. Und ich bekam wirklich Angst. Aber mir stellte sich neu die Frage, bin ich bereit, mein Leben zu geben? Denn ich wusste ja, die Christen in Uganda wurden von Idi Amin umgebracht. Aber was war mit mir? War auch ich bereit? Herzlich willkommen im Open Doors Hoffnungszentrum für verfolgte Christen. Schön, dass ihr wieder zugeschaltet seid. Wir haben Johann Kompanien, den langjährigen internationalen Leiter von Open Doors, bei uns. Vielen Dank, dass du immer noch da bist, Johann. Letztes Mal haben wir gesprochen über eine große Konferenz, über ein großes Anliegen, das hieß Love China, liebt China. Und heute gehen wir ein paar Kontinente weiter und es heißt heute Love Africa. Johann, was verbindest du mit diesem Titel? Love Africa. Nachdem Love China stattgefunden hatte, waren wir erstaunt, die Auswirkungen dieses Treffens zu sehen. Brother Andrew ist jemand, der Action mag, der möchte nicht so viele Treffen in irgendwelchen Hotels durchführen. Aber damals ist ihm zum ersten Mal deutlich geworden, was für eine strategische Bedeutung es hat, Leiter zusammenzubringen, sie herauszufordern und mit ihnen zusammen etwas zu unternehmen. Und innerhalb der nächsten 1,5 Jahre waren die meisten Missionsgesellschaften, die an dieser Konferenz teilgenommen hatten, innerhalb Chinas aktiv. Das war eine Folge dieser Konferenz und zwar der Beginn vieler wunderbarer Entwicklungen von verschiedenen Missionsgesellschaften. Und zur damaligen Zeit waren wir auch in Afrika unterwegs. Unter anderem waren wir beide zusammen in Uganda, Burundi unterwegs gewesen. Mehrere Länder, in denen Stämme sich gegenseitig bekämpften, hunderttausende Menschen ums Leben kamen, fürchterliche Auseinandersetzungen. Und wir wussten, dass auch der Kommunismus damals sehr populär war. Und es schien damals, dass es die Antwort für Afrika sein sollte. Wir haben in einigen Schulen gesprochen, haben herausgefunden, zu unserer Überraschung, dass die Direktoren dieser Schulen in Moskau ausgebildet worden waren. Und uns wurde dann bewusst, dass Russland eine Strategie hatte. Sie hatten wirklich eine Strategie für die ganze Welt, die sie für Revolution erobern wollten. Also entstand in Andrew sofort die Idee, die Frage, was können wir für die Gemeinde in Afrika tun? Und dort kam wieder die Berufung von Open Doors zum Tragen. Werde wach und stärke, was noch übrig ist. Lass die Leute wissen, was in eurem Kontinent abläuft. Wir wollten, dass die Leute das verstehen und sehen und ihnen helfen, damit umzugehen. Und so entstand diese Idee. Wir dachten an die großartigen Folgen der Konferenz für China und warum nicht auch für Afrika? Es ist eine ganz andere Situation, großer Kontinent, viele Länder. Aber die Vision war, die Gemeindeleiter aus ganz Afrika zusammenzubringen, Zeit mit ihnen zu verbringen, ihnen von der verfolgten Kirche zu berichten und die Frage zu stellen, was können wir tun, sie zu ermutigen, dass sie nicht alleine stehen. Das ist ein ganz wichtiger Teil. Wir stehen an eurer Seite, wir beten für euch. Das heißt, es ist ja dann auch so, dass du eigentlich sagst, sie lebten dort, aber haben nicht so richtig verstanden, was der Kommunismus bringen würde und ihr seid gekommen, um die Augen zu öffnen, oder? Ja, genau. Das ist oft der Fall. Wir sind in viele Länder gereist, auch nach Südamerika später. Und du beobachtest, Dinge geschehen, aber die Menschen, die dort leben, verstehen gar nicht, was geschieht. Und ich glaube, das ist etwas sehr Menschliches. Wenn ich ein Beispiel geben darf, als wir in Vietnam lebten und der Krieg stattfand, waren die Menschen in Holland sehr besorgt um mich, denn sie haben in den Nachrichten von irgendwelchen Bombenexplosionen gehört und sie dachten, Mensch, Johann wird ums Leben kommen. Sie waren sehr besorgt. Ich lebte dort. Für mich war das Alltag. Ich habe natürlich nicht auf Bomben gewartet, aber wenn irgendwo in Hamburg eine Bombe hochgeht oder in München, hier merkst du das nicht. Das Leben geht weiter. Und so ist das Leben. Und ich glaube, mit der Ideologie, das sehen wir auch in der islamischen Welt, damals in Afrika war es wirklich der Kommunismus. Die Russen waren sehr aktiv, die Sowjets, und hat die Revolution dort ausgebreitet. Es war sehr eindeutig, dass sie Südafrika als Ziel hatten. Das ist ein sehr strategisches Land und wir konnten das weitergeben. Aber wir mussten die christlichen Leiter zusammenbringen, nicht nur einzeln sprechen.
Wie viele Leute waren bei der Konferenz? Was würdest du sagen? Ich denke, bei dieser Konferenz waren so 250, 300 Teilnehmer. Und es war auch ein Wunder, dass so viele kommen konnten. Einige wenige haben keine Visa bekommen, das war ein Problem. Aber wir haben uns in Malawi, in einem kleinen Land getroffen, dort im Süden Afrikas, und haben dort eine Genehmigung bekommen, was wiederum erst irgendwo hinter den Kulissen stattfand. Ich kann dir sagen, hinter den Kulissen die Vorbereitung, es sind viele, viele Dinge geschehen. Ich war einer der wenigen gesegneten Menschen, die involviert waren. Ich war in 20 Ländern, habe dort mit Leitern gesprochen, habe Arrangements getroffen und es war eine ziemliche Erfahrung dort in Afrika im Jahr 1978. Damals waren die Flugzeuge nicht so komfortabel, die Flughäfen, das waren schon gewaltige Herausforderungen, dort allein schon zu reisen. Aber schlussendlich haben wir die Menschen zusammenbekommen und Bruder Andrew war einer der Hauptsprecher. Wie lange warst du unterwegs dann? Manchmal 2 Wochen, 3 Wochen. Ja, immer. Sie haben mich immer von einem Land dann ins nächste Land geschickt. Manchmal musste ich zurückkehren. Und wenn du in Afrika gehst, da gibt es Herausforderungen. Denn wenn du in ein Land einreisen möchtest, zum Beispiel nach Nigeria, aber wenn du dann aus dem Senegal kommst, dann musst du erstmal nach Italien oder Spanien reisen, um dann weiterzukommen. Es gab keine Flugverbindungen zwischen den einzelnen Ländern, damals zumindest. Heute ist das anders. Aber es gab wirklich große Herausforderungen. Aber wir glaubten an dieses Prinzip, Leiter zusammenzubringen. Wie war die Konferenz? Die Konferenz war wirklich besonders. Es war großartig, miteinander zusammenzukommen, die Afrikaner singen zu hören. Da möchte ich nicht zu viel drüber sagen, aber ich kann dir sagen, wir in Deutschland, in Holland, wir können etwas von den Afrikanern lernen. Wenn sie anfangen, wirklich Gott anzubeten, sich zu bewegen, das ist was Besonderes. Und wenn ich zurückkam von diesen Reisen, denn die, dann haben meine Eltern, Kinder mich immer zurückhalten müssen, denn die singen und beten ganz anders an. Das war was Besonderes. Aber einer der Höhepunkte dieser Konferenz war ein Bruder aus Russland. Natürlich, Bruder Andrew, die Leute kannten ihn, hatten von ihm gehört. Aber dann hatten wir Bruder Gerhard Hamm eingeladen. Er war ein Freund von Open Doors. Er war der Erste, der aus der verfolgten Kirche kam und dann wirklich eine enorme Ermutigung, einen enormen Push zum Dienst von Bruder, von dem Dienst von Open Doors kam. Jemand, der 10 Jahre im Gefängnis, im Lager war. Warte, warum war er im Gefängnis? Er wurde selbst nach Sibirien geschickt, ins Straflager, hat dort das eine ganze Geschichte, ein Buch, das beschrieben. Die ganze Familie ist berühmt, aber er kam und hat sein Zeugnis erzählt, berichtet, was mit ihm geschehen ist, und es war totenstill. Und später haben wir gehört, dass sie alle schockiert waren, zu hören, dass ein weißer Mann so viele Jahre im Gefängnis gesessen hat. Das konnten sie sich gar nicht vorstellen. Es gehen doch nur die Schwarzen ins Gefängnis, die Weißen doch nicht. In Afrika dachten die Leute so. Und auch er hat das Evangelium gepredigt. Und er ist wirklich ein feuriger Prediger, ein temperamentvoller Prediger. Es war wunderbar. Das Großartige ist, ein Sprecher hat es nicht geschafft, hat kein Visum bekommen, also gab es noch eine freie Stunde. Wir haben die ganze Konferenz gefragt, wer soll jetzt nochmal sprechen in dieser Zeitspanne. Und dann haben sie alle gesagt, der russische Bruder. Und Andrew und ich, wir haben so gelacht und gesagt, jawohl, wir haben das Richtige gemacht, dass wir ihn eingeladen haben. Und es war auch wunderbar für Bruder Hamm. Er sah all diese Brüder und Schwestern, diese Schwarzen, in den damaligen frühen Jahren in Russland traf man solche Leute nicht. Und ich hatte das Privileg, auch sein Leiter und sein Übersetzer zu sein. Er sprach ja kein Englisch. Also musste ich ihn für ihn übersetzen. Und du kannst dir vorstellen, ich habe ein paar Kilo auf der Reise während der Konferenz verloren. Und wir sind wirklich, haben uns gut verstanden, sind uns sehr nahe gekommen dort im Hotel. Ich habe wirklich einen Mann Gottes kennengelernt, jemand, der das Wort Gottes liebte. So wie Bruder Andrew. Sie sprechen nicht nur drüber, sie leben das. Ich glaube, das sind Menschen, die wir brauchen, auch heute, unter den jungen Leuten, Leute, die nicht nur große Worte machen. Es ist wunderbar, Gott anzubeten, aber wir wollen wirklich die Taten tun und vorwärts gehen und uns ausstrecken. Und das habe ich auch in dieser Konferenz gelernt.
Naja, zumal das ja mir so vorkommt wie ein riesengroßes Schiff, Afrika. Und ihr hattet ein kleines Steuer mit eurem Ansatz und habt enorm viel bewegt an dieser Stelle. Was würdest du sagen, war die Essenz von Love Africa? Ich glaube, es war ein Weckruf für viele Pastoren. Und das war auch so das Feedback, was wir später bekommen haben. Danke, dass ihr uns das gesagt habt, dass ihr uns diese Geschichten erzählt habt. Und ihnen wurde bewusst, was alles geschah in ihren Ländern. Und gleichzeitig haben sie uns eingeladen, denn einige dieser Länder hatten auch einen Bedarf an Bibeln. Und ich kann eine Geschichte erzählen. Uganda, dort haben wir viel Zeit verbracht. Das war eine Ausnahmesituation dort, denn dort gab es ein sehr berüchtigten Diktator Idi Amin, hat viele Christen umgebracht, auch den Erzbischof der Kirche von Uganda, Wum, und das hat wirklich die Kirche schockiert in diesem Land. Sie hatten es sehr schwer. Sie brauchten Bibeln. Ich glaube, wir haben etwa 90.000 Bibeln dorthin gebracht. Sie waren so dankbar dafür. Also ist dort eine gute Beziehung entstanden. Wir sind hingereist. Und als die Gemeinde dort das 100-jährige Jubiläum feierte, sind Bruder Andrew und ich und noch ein anderer Bruder, der damals für Open Doors Südafrika gearbeitet hat, sind eingeladen worden zu diesen Feierlichkeiten. Und das erforderte schon ein besonderes Wunder, dass wir überhaupt hinkamen. Was ist in Uganda dann geschehen? Dort gab es diese Feier, wo sie dem Herrn gedankt haben für 100 Jahre Evangelium in Afrika. Das war eine große Sache. Bei uns ja auch eine große Sache, aber dort ganz besonders. Und Bruder Andrew war begeistert über die Einladung. Das heißt, alle Kirchen von Uganda kamen zusammen zu diesem... Es gibt dort nicht so viele verschiedene Kirchen wie in der westlichen Welt. Es gibt vielleicht ein paar kleine Denominationen. Also ein bisschen anders als hier in unseren Ländern. Also hat Andrew gesagt, Johann, los, wir fahren. Also sind wir losgereist. Und vorher ging es mir noch nicht so, aber in der Situation war ich wirklich besorgt, um ganz offen zu sein. Idi Amin, das war schon was Besonderes. Und ich habe mich mit Anneke hingesetzt, habe gesagt, das ist die Situation. Und ich habe gedacht, naja, gut, mal gucken, ob wir ein Visum kriegen. Und Bruder Andrew sagt wieder, das verschlossene Türprinzip. Wenn die Leute sagen, dort kommt man nicht rein, die Tür ist zu, da kann man nicht hingehen, kann man nicht hinreisen, wirst kein Visum bekommen, dann wird Andrew richtig begeistert. Und irgendwo eine Botschaft, nicht in Holland, in einem anderen Land, vielleicht in Brüssel, das war langer Zeit gewesen, waren wir dann, sind wir zur Botschaft gereist und ich habe gedacht, naja, wir kriegen hier kein Visum. Aber was meinst du? Ich habe an die Tür geklopft, habe versucht und sie ging auf. Innerhalb einer halben Stunde hatten wir Visa, Bruder Andrew und mich. Und wir sind über Brüssel gereist. Ich weiß nicht, wie viele Zwischenstopps wir hatten. Wir sind nach Entebbe in Uganda gekommen. Das war eine ziemlich aufregende Reise. Und dann sind wir aus dem Flugzeug ausgestiegen. Und dann kam ein Aufruf und würden die beiden Herren, die mit der weißen Hautfarbe, hier bitte nach hinten kommen im Flugzeug. Und ich glaube, der Flugzeug ging danach noch weiter, aber alle drehten sich um und guckten, was das für verrückte zwei Leute waren, die hier aussteigen wollten. Also ich war damals nicht so ein Held. Mein Herz hat wirklich geklopft. Aber wir hatten besondere 3 bis 4 Tage, tolle Feierlichkeiten dieser Kirche. Und sie waren so dankbar, dass wir gekommen sind, dass wir zusammen mit ihnen gefeiert haben. Und sie haben gesagt, hey, ihr macht euch wirklich Gedanken. Wir sind wirklich wichtig für euch. Und dass es überhaupt möglich war, zu ihnen zu kommen. War das das erste Mal, dass sie jemanden aus Holland hatten? Nein. Der holländische Direktor aus Südafrika war schon einige Male dorthin gereist, aber die Situation wurde unter Idi Amin immer schlimmer, denn er war wirklich sehr grausam. Besonders als er den Leiter dieser Kirche, den Bischof, umbrachte, sie brauchten Ermutigung und Hilfe. Aber das ist ja auch etwas, das Open Doors sehr ausmacht, dieses Besuchen in andere Länder gehen, auch in gefährliche Situationen gehen. Warum ist das so wichtig für Menschen, die dort vor Ort sind? Sie kennen sich gut aus in ihrer Situation. Es ist eine große Gefahr für die, die kommen. Ich glaube, es wurde zu einem Ausdruck in Open Doors Presence Ministry, der Dienst vor Ort. Man kann natürlich immer Briefe schreiben, Fax schicken und Herr, Gott segne euch, wir denken an euch. Aber wenn du eine Reise unternimmst, du kommst zu dieser Person, du setzt dich mit ihr hin, du betest mit ihr, du teilst Gottes Wort mit ihr, fragst sie, wie geht's dir? Das ist so ein wichtiger Teil unseres Dienstes. Wie können wir dir helfen? Was brauchst du? Oftmals sind das Bibeln oder es ist Ausbildung. Und das bedeutet diesen Menschen so viel. Und das, dann verstehen sie, wir sind nicht allein. Es sind Menschen da, außerhalb, die beten für uns, die kümmern sich um
um uns. Das ist ein wichtiger Teil unseres Dienstes. Und manchmal musst du wirklich einen Preis bezahlen, um dorthin zu reisen. Ja, und was würdest du sagen, ist dann passiert? Weil du hast erzählt, es war schon gefährlich und du hast eben angedeutet, du hattest schon Respekt oder Angst. Was würdest du sagen? Beide. Ich hatte beides. Du stehst jedes Mal einen neuen Herausforderungen und denkst dir, jetzt habe ich solche Erfahrungen gemacht, dann habe ich keine Angst mehr, aber es ist immer wieder neu schwierig. Ich erinnere mich, nach einem langen Reisetag waren wir schließlich im Hotel gelandet, sehr angespannt und dann endlich waren wir im Hotel und schliefen fest, aber nach ein paar Stunden wachte ich auf, hörte schreckliche Schreie und ich wachte auf, guckte nach draußen, 6 bis 8 weiße Range Rovers standen da im Hof und ich hatte schon gehört vorher, das sind die Truppen von Idi Amin. Und sie durchkämmen Hotels. Und ich habe gedacht, oh nein, das war's. Und ich hatte echt Angst. Ich bin zu Jan Pitt gegangen, in sein Zimmer, unser Kollege aus Südafrika, bin in sein Bett gestiegen und er hat mich den Rest meines Lebens damit aufgezogen. Ich war so in Angst aufgelöst. Und Bruder Andrew ist morgens dann zum Frühstück gekommen und er hatte nichts gehört. Er ist wie ein Baby geschlafen. Aber für mich war das die Frage, bin ich bereit, wirklich mein Leben zu geben? Da wurde es sehr konkret. Die Christen in Uganda, sie wurden umgebracht von Idi Amin. Was mit mir? Bin ich wirklich auch bereit? Ich habe eine Frau, ich habe 3 Kinder. Es ist leicht, darüber zu predigen. All das hat mich plötzlich getroffen. Und damals war ich wirklich kein Held. Und später haben wir herausgefunden, es gab Prostituierte in den Hotels. Es gab ja immer einige Geschäftsleute in diesen Hotels aus ganz Afrika. Und schreckliche Dinge sind dort geschehen. Und Menschen haben wirklich um ihr Leben geschrien. Und diese Geräusche werde ich nie vergessen. Aber ich musste das durchleben und durchleiden, um bei den Christen dort zu sein, sie zu ermutigen und sie zu segnen. Es hat wirklich eine Beziehung entstehen lassen zu der Gemeinde, auch in andere afrikanische Länder. Der Titel von dieser Folge heißt Auf der Todesliste des Diktators. Habt ihr irgendetwas rausfinden können, ob ihr auch in Gefahr wart? Später haben wir dann herausgefunden, das ist eine sehr lange eigene Geschichte, aber wir hatten ein Einreiseticket, um nach Uganda zu fliegen, aber kein Ausreiseticket. Und Bruder Andrew hat uns immer herausgefordert, gesagt, wir haben den Ruf hinzufliegen, aber wir haben keine Garantie zurückzukommen. Und dann haben wir 3 Tage mit dem Reisebüro dort verhandeln müssen. Und nach 3 Tagen haben wir endlich einen Flug gefunden, wo Aeroflot wieder aus dem Land rausgeflogen ist. Und nachdem wir also in Kampala 3 Tage lang diese Feier mitgemacht hatten, dann sind wir mit unseren Koffern direkt zum Flughafen gefahren. Und das war für uns wirklich ein Wunder. Gott hat ein russisches Flugzeug geschickt. Und Gott hat uns wirklich zurückerstattet, was wir für all die Bibel dort nach Russland geschickt hatten. So kam das Flugzeug und hat uns rausgebracht. Und später kam Jan Pitt, und als Idi Amin dann nicht mehr in der Regierung war, hat Jan Pitt, unser Direktor aus Südafrika, eine Liste gefunden von lauter Kandidaten, die umgebracht werden sollten. Jan Pitts Name war drauf, Bruder Andrew auch, mein Name glaube ich nicht, ich weiß nicht warum, aber das war tatsächlich die Absicht des Regimes damals. Und wir haben also später gehört, wir sind direkt zum Flughafen gefahren und sie warteten damals schon im Hotel auf uns. Und Gott hat also eingegriffen, unsere Leben gerettet. Das sind Begebenheiten, da wird Gott einfach noch größer für dich und auch deine Liebe zu diesen Menschen wächst. Der Böse versucht dich zu zerstören, aber Gott ist an der Arbeit. Du forderst mich immer ganz schön heraus mit dem, was du sagst. Es gibt irgend so ein Zitat von Brother Andrew, was mit Angst zu tun hat. Hilf mir doch bitte gerade mal. Wer ist ein Held? Ich höre manchmal auch in Holland, wo wir leben, Harderwijk, dort gibt es eine Kirche, die nennt sich das Haus der Helden.
Ich habe meine Schwierigkeiten damit, ganz ehrlich. Wir leben in solchem Wohlstand. Ich würde mich selbst keinen Helden nennen. Die verfolgte Kirche, viele dieser Brüder und Schwestern, die leiden, das sind die wahren Helden. Sie haben nicht aufgegeben, sie haben ihre Familien verloren, sind geschlagen worden, sind im Gefängnis. Wir im Westen, wir sollten uns nicht Helden nennen. Und Bruder Andrew sagt immer, ein Held ist jemand, der etwas tut, wozu er eigentlich nicht den Mut hat. Das ist gut. Ein Held ist jemand, der das tut, vor dem er eigentlich wirklich große Angst hat. Mhm. Ja, das ist ein super Schlusswort. Ich danke dir von Herzen dafür. Und ich weiß überhaupt nicht, was ich sagen soll. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Es ist wirklich so spannend, hier zu sitzen und ergriffen zu sein. Das nächste Mal werden wir genau an dieser Stelle auch wieder weitermachen. Open Doors hat sich verändert im Lauf der Zeit. Open Doors war zu Beginn ein Dienst, der Bibeln geschmuggelt hat in Länder, die keine Bibeln hatten, und hat sich dann verändert zu einem Dienst, der Training aufgebaut hat, zu einem Dienst, der auch für die Bedürfnisse der Menschen gesorgt hat. Und genau da machen wir das nächste Mal weiter und freuen uns, wenn du wieder dabei bist. Tschüss. Jesus Christus spricht: Wenn die Menschen euch hassen, dann vergesst nicht, dass man mich schon vor euch gehasst hat. Deshalb werden sie euch verfolgen, weil sie mich verfolgt haben. Andere, die auch Gott vertrauten, wurden gequält und zu Tode gefoltert. Wieder andere wurden verhöhnt und misshandelt, weil sie an Gott festhielten. Man legte sie in Ketten und warf sie ins Gefängnis. Heimatlos zogen sie umher, hungrig, verfolgt und misshandelt. Tröstet, tröstet mein Volk, sagt euer Gott. Helft anderen Christen, die in Not geraten sind. Solange uns noch Zeit bleibt, wollen wir allen Menschen Gutes tun, vor allem aber denen, die mit uns an Jesus Christus glauben. Möchten Sie uns dabei helfen, unseren verfolgten Glaubensgeschwistern beizustehen? Open Doors Deutschland unterstützt verfolgte Christen weltweit. Wir informieren über ihre Lage, nennen konkrete Gebetsanliegen und führen in vielen Ländern Hilfsprojekte durch. Wenn Sie weitere Informationen wünschen oder unser kostenloses Monatsmagazin bestellen möchten, rufen Sie an unter der Telefonnummer 06195 67 67 100 oder schauen Sie auf unsere Homepage unter www.opendoors.de.